Bravissimo wird präsentiert von Barilla. Bravo für dich. Bravissimo, die erste Foodtruck-Challenge der Schweiz. Promis und Foodblogger kochen um die Wette und müssen mit einem kreativen Pasta-Gericht überzeugen. Coach und Food-Artist Sandro Zinkela steht mit Rat und Tat zur Seite. Der Gewinner des Pasta-Duells darf im großen Finale der Tavolata antreten. Wer das sein wird, entscheiden die Zuschauer und der Coach. Denn sie vergeben ihre Bravos für das beste Gericht. Einen extra Kochtipp gibt es vom Fußballstar und Foodblogger Jan Sommer. Bravissimo! Das Duell der Halbitaliener. Foodbloggerin Zoe Torinesi tritt gegen Radsportler Franco Marvulli an. Coach Sandro Zinkela schaut ihnen genauestens auf die Finger. Es geht hart auf hart. Hey, du klitzekleine Spaghetti-Bübli, die habe ich noch längst in die Pfanne. Zoe, dich wirklich mit meinen Spaghetti und meine Gabeln an. Okay, ihr zwei. Ich sehe, ihr seid beide schon heiß auf den Sieg, aber spart euch eure Energie für den Kampf um eure Bravos. Die Rezepte werden über euren Misserfolg und Erfolg entscheiden. Ich wünsche euch schon mal viel Glück. Danke. Bene con prosciutto crudo e pomodoro. Ich habe kein Italienisch. Und ist er nicht auf prosciutto crudo? Das heutige Rezept lautet Penne mit Rohschinken und Tomaten. Ja, Rezept müsst ihr nicht eins zu eins nachkochen. Ihr habt hinter euch einen wunderbaren Marktstand, wo ihr eure persönlichen Noten einfliessen lassen könnt. Ihr seid originell und kreativ, weil am Ende gehen die, die am meisten Bravos einfahren. Von mir und den Zuschauern. Und wichtig ist, wenn ihr meine Hilfe braucht, könnt ihr mich jederzeit dazu holen. Wenn du als Foodbloggerin so eine Challenge stellst, dann willst du natürlich auch gewinnen. Sind ihr bereit? Ja. Okay, dann sage ich 3, 2, 1, go! Get your Bravos! Woo! Pasta ist so meine Leidenschaft. Nach 20 Jahren Velofahren habe ich 20 Jahre Pasta gegessen. Meine Kindheit schon, darum. Es ist nicht ein Element, das mir fremd ist. Eigentlich darfst du gar nicht schauen, was ich nehme. Nimmst du jetzt Tomaten, nimmst du einfach was du willst, oder? Ich nehme einfach die Tomaten, die besser aussehen. Die, die mich anlachen. Ja. Welche lachen so? Die finde ich toll. Und so ein die fleischigen. San Marzano. Aha, oh, Barto. Jetzt kommt der Experte. Das sieht nach Oliven aus. Ich brauche gar nicht. Ich bringe das gerade wieder. Gut. Okay, ich bin ready. Wenn ich mit Tomaten koche, dann brauche ich richtig lange Zeit, so 2-3 Stunden. Oder wenn es geht, noch länger. Und in einer Stunde ist schon ein bisschen knapp. Denk daran, du hast Rohschinken, du hast so viele Komponenten, wo du den Geschmack rausholen kannst. Es ist nicht essentiell nur eine Tomatensauce. Also, das stimmt absolut. Ich habe Parmaschinken nicht gerne, außer vielleicht noch mit Melonen. Und darum koche ich auch nie damit und weiss gar nicht so richtig, soll ich den jetzt crispy machen, soll ich in die Soße rein tun. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Umso besser den Rohschinken versuchen, einfach sicher die Zimmertemperatur zu schicken. Okay. Also nicht zu fest kochen. Ein Chip, klar, gibt das Röstaroma, aber es ist ein Pökelzfleisch, Fleisch, also Salz. Es ist eigentlich mit dem Röstaroma sehr heikel. Du das einfach überdenken. Sonst lieber schön temperiert. Wir können sie gewaschen. Gehen wir zum Rösten. Coach, ich brauch dich! Du brauchst mich, komm! Ich kann einfach eine Schnur mit, weil das lenkt mich dann ab, wenn ich am Arbeiten bin, wenn jemand noch ein bisschen mit mir redet. Oh. Wieso nimmst du Dosen? Tomaten. Belatti? Ja. Die sind ja auch mal an einem Baum gewachsen, dann hast du auf, oder? Das ist so, ja. Bestenfalls schon, ja. Ich sag dir wieso, ich finde Belatti hat einfach einen konzentrierteren Geschmack plus die normalen Tomaten haben sehr viel Wasser. Oder? Und ich will eine Soße machen, die nicht zu flüssig ist. Und wenn ich normale frische Tomaten nehme, die sehr gut sind, geht es relativ lang. Also das Ding ist ja gut, der Ansatz finde ich gut. Aber ein paar frische Tomaten am Ende vielleicht noch. Das kommt schon noch. Das kommt schon noch. Ja,
Wer gern Knobli? Viel, oder? Haben wir noch so Zechen rein, he? Das Ding ist, ich muss probieren, die Tomaten möglichst schnell klein zu bekommen. Und darum, hauen sie jetzt auch immer gesehen. Sehen, wie sie Markus sich überlegt hat, wie soll ich jetzt 1,5 Kilo Tomaten in dieser kurzen Zeit zusammenschneiden. Und sie hat das nachher ziemlich cool gelöst, dass sie es einfach gemixt hat und püriert und somit natürlich enorm viel Zeit gespart hat. Im Handumdrehen sind zuerst Tomaten püriert. Wichtig hier, Zwiebeln und den Knoblauch dürfen nicht anbrennen. Auch bei Franco geht es schnell und mühelos. Also meine Soße ist schon fast fertig, schau jetzt. Ich habe es sehr gut gefunden von Franco, dass er wirklich innerhalb von kürzester Zeit eine sehr gute Grundsoße auf dem Herd gehabt hat. Coach, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Also, schau mal. Verbrennt. Findest du, Zwiebeln sind schon genug gelassen? Sehr gut. Gib mir noch eine Minute, vielleicht ein bisschen Hitze reduzieren, he? Nicht, dass du nicht zu viel Röstaroma bekommst. Also, würdest du die Tomaten hier rein tun und einfach... Also wichtig ist beim Tomatenpüree. Das Tomatenpüree muss auch ein bisschen Zeit haben, um ein bisschen rösten, also ein bisschen dünsten. Ich würde jetzt gerade einen Löffel rein tun. Ehrlich? Genau, ja. Das ist ein schönes Ding ansetzen, schön tomatieren nennt man das. Okay, tomatieren. Tomatieren. Das Tomatenpüree ist jetzt auch eher säuerlich. Und durch das, dass du es jetzt im Öl rein wie rösten, fängt das eigentlich an, den Zucker, oder? Also fängt das Wissen ein bisschen gar eliminieren. Was zum anderen müssen Sie eigentlich mal einen Kochkurs machen, weil schon nur in dieser kurzen Zeit hat mir 2-3 kleine Tipps gegeben, die ich definitiv auch weiterhin berücksichtigen in der Küche. Bleibst du eigentlich fest beim Rezept? Welches Rezept? Ich hab's noch nicht angeschaut. Wenig ist im Leben vielfach auch mehr. Und darum habe ich probiert, mit wenig Sachen etwas zu machen. Ich habe Oliven dazugegeben, die Oliven haben so ein bisschen Farbe gebracht. Und den Plan, den ich hatte, von der ersten Minute, als ich das Rezept gesehen habe, den habe ich verfolgt. Den habe ich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und jetzt tun wir noch ein paar frische Tomaten anbröteln. Was sieht aber schon nach viel Geschmack aus? Das sieht irgendwie komisch aus. Ah, das schmeckt mega. Sugo läuft. Und die Minute Dicatura, das wäre dann al dente, 11 Minuten. Lieber Franco, wir kennen uns jetzt schon so lange. Möchtest du meinen Rucola an dich nehmen? Ich möchte ihn an dich nehmen. Aber meine Frage, meine zweite, die ich dir jetzt stelle, sieht gut aus als Deko. Ich würde ein bisschen Parmaschinken und ein bisschen Rucola auch als Dekorationen, aber auch noch ein bisschen Soße rein. So wie der Basilico. Du it. Franco, wie sieht es bei dir aus? Also, wenn du essen willst, kannst du schnell vorbeikommen. Nein, wie lange hast du noch? 5 Minuten. Ist die Pasta schon drin? Ja, klar. Also, ich habe sie selber gemacht vorher. So, liebe Zoe, ich wollte dich eigentlich gar nicht stressen, aber wir haben noch 15 Minuten. Du willst nicht stressen, aber machst du es trotzdem. Es ist für mich ein riesen Stress, wenn ich weiss, dass ich in einer gewissen Zeit etwas fertig haben muss. Ich hasse es auch, wenn Gäste zu früh kommen. Und dann können sie noch umrühren im Topf oder probieren oder so. Nein, nein, nein. Da brauche ich meistens auch schön Zeit, damit das auch richtig gut wird. Es sind nicht so kleine Menschen gemacht hier. Pepe und Chino. Voilà. Die letzten Minuten laufen und die Handgriffe sitzen. Die Peperoncino sind eine Peperoni, die hat überhaupt nicht scharf geschmeckt. Also ich mache es einfach so, koche das ein bisschen mit, dann bin ich es wieder raus. Überhaupt nicht scharf. Endlich kommt auch bei Zoe die Pasta ins Wasser. Wer hat Pasta gerne al dente? So, meine Lieben, mein Magen sagt mir langsam, es geht das anrichten. Zuerst aber Frankos Analyse. Penne, super. Dann Sugo, also Tomatensauce, wow. Und beim Schinken, beim Rohschinken, ist einfach so ein bisschen die Frage, wann timest du es, wann tust du den rein? Ich bin Fan von Rohschinken und darum ist der Rohschinken für mich, der kommt am Schluss. Jetzt geht es voll ab. Jetzt Parmesan.
Wenn irgendetwas ist mit der Pasta, sie hat nicht so viel Geschmack, hau einfach Käse rein. Parmesan am Schluss in die Pasta. Ist leicht geschissen, aber muss mit anderen Waffen kämpfen. Und auch Franco hat einen Trick auf Lager. Vorgewärmte Teller. Marvullis Endsport. Die perfekte Steilvorlage für Jan Sommer. Endlich geht es anrichten. Aber Achtung, das Auge ist mit. Nicht nur der Geschmack ist wichtig, sondern auch, wie das Essen angerichtet wird. Nehmt Zutaten, die ihr auch schon für das Gericht gebraucht habt. Wichtig ist, dass alles, was ihr für die Deko braucht, auch essbar ist. In diesem Sinne, buon appetito! Oh oh. Und bereit ist der erste Teller. Das wäre meine Art von Bene Marvulli. Achtung, es hat ganze Oliven drin mit Stein. Ist noch wichtig, dass er das sagt. Das ist das Coole, weißt du, dass du die Oliven im Maul hast und die kannst du so von dumm knabbern und dann. Also die Oliven hast du ganz drin, da, ja. Einfach von Anfang an mit Stein. Ja. Und den Rohschinken hast du jetzt nur noch oben drauf gelegt. Nein, den Rohschinken in die Soße tun, zwei Minuten vorher, dass es noch ein bisschen zieht. Am Schluss einfach als Deko noch Rohschinken okay. drauf. Okay. Und genau das gleiche mit Rucola. Und der Rucola ebenfalls, ja. Gut, also. Mm. Also mir persönlich ja. ist es sehr flach. Ja. Von der Salznote her bist du eher im unteren Bereich. Unterbar, ja. Was da natürlich noch helfen könnte, ist ein Käse zum Beispiel, Parmesan. Scheiße, den Käse habe ich vergessen. Den habe ich wirklich vergessen. Da sehe ich den Käse, nein! Ich habe den Parmesan vergessen. Und das war natürlich mein Fehler. Zoe ist in ihrem Element und lässt sich beim Anrichten nicht aus der Ruhe bringen. Ich war sehr froh, was dann endlich ans Anrichten gegangen ist. Auch weil ich langsam gemerkt habe auf der Zielgerade, dass die Soße eigentlich gar nicht so schlecht schmeckt, wie ich befürchtet habe am Anfang. Ob sie den Coach damit auch überzeugen kann? Et voilà! Oh. Also ich habe mich eigentlich recht probiert, das Rezept zu halten, aber mehr Handgelenk mal Pier. Den Rucola zum Beispiel habe ich weggenommen. Ich habe noch ein bisschen Parmesan drin. Das ist für mich immer so ein bisschen das Finish. Und ich habe den Rohschinken zum einen ein bisschen drin, zum Geschmack abgegeben, aber ich habe auch noch probiert, einen Crisp zu machen, der dann noch ein bisschen die Crunchiness hat und ein anderes Feeling noch gibt im Mund. Also optisch kann man gar nichts sagen. So. Was bei dir sehr schön ist, gerade das erste. Schön leichte Säure, aber trotzdem auch harmonieren mit dem Salzgehalt, auch vom Rohschinken und vom Parmesan. Jetzt schauen wir noch den Crisp an. Crisp bin ich selber gespannt. Habe ich auch nicht probiert. Das Problem an einem Rohschinken-Chip ist, er ist sehr salzig und sehr intensiv. Das war ein bisschen gerade zu der Grenze. Nun muss sich Sandro festlegen. Welches Gericht hat seine 5 Bravos verdient? Bevor die Entscheidung des Coaches gelüftet wird, dürfen nun auch die Zuschauer von beiden Kreationen probieren. Voilà. Ich kann leider nicht kochen. Ich hätte gerne so etwas wie Zoe zu Hause, wo mir da das Essen zubereiten und kochen. Aber ja, es ist wirklich sehr fein. Genau, es hat Oliven mit Stein drin, also Achtung beim Kochen. Franco hat es gut gemacht und ja, ich würde jetzt noch ein bisschen mehr Käse drüber tun, aber sonst ist es tipptopp. Schmeckt noch mehr, oder? Ja, ich würde sagen. Genau. Wer bekommt mehr Bravos von den Zuschauern? Franco Marvulli oder Zoe Torinesi? Danke vielmals. Lieber Franco, Zoe, unsere Zuschauer haben entschieden, unsere Bravos sind relativ eindeutig, ja, sagen wir mal so 10 zu etwas mehr. Oh, hoffentlich passiert jetzt noch irgendein Wunder und irgendjemand hat noch 20 Zähne bei mir. Meine 5 Bravos gehen an die Person, an das Gericht, das origineller war und am Ende auch kreativer.
und der Geschmack mich auch mehr überzeugt hat. Und das ist Zoe. Und somit ist sie unsere Gewinnerin. Die Siegerin und Finalteilnehmerin steht fest. Zoe Torinesi. Ja, ich fühle mich super. Ich bin stolz, ich bin happy. Ich bin jetzt auch ein bisschen müde von der Anspannung. Aber ja, ich finde es mega cool. Nächste Woche bei Bravissimo. DJ Antoine und Foodbloggerin Scarlett Steiner schenken einander nichts, wenn es um den Einzug ins große Finale geht. Bravissimo wird präsentiert von Barilla. Bravo für dich!